Hallo und herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview, in dem wir jetzt auf das aktuelle Marktgeschehen blicken, und zwar zusammen mit Andreas Lipko, Marktstratege von comdirect. Schönen guten Tag, Herr Lipko. Wir schauen zunächst auf den DAX, der ja gestern einen bösen Rücksetzer hinnehmen musste. Sie haben ja bereits in der vergangenen Woche hier bei uns auf die politischen Einflüsse hier hingewiesen. Müssen wir uns wahrscheinlich weiter auf volatile Zeiten einstellen? Herr Ohme, sehr gute Frage. Im Endeffekt sieht man es ja heute. Der DAX heute wieder ein schwächer gestartet. Ganz unschuldig sind die USA da wieder nicht dabei. Man hat im Endeffekt jetzt versucht, nach dem aufgegleisten Handelsabkommen zwischen Mexiko und den USA, Kanada mit ins Boot zu nehmen. Da scheinen sich aber doch die ein oder anderen Stolpersteine darzulegen. Und man kommt nicht wirklich weiter. Heute wird man nochmal in die zweite Verhandlungsrunde gehen. Und der Markt schaut natürlich genau darauf, was für Ergebnisse kommen. Wie werden sich beide Handelspartner positionieren? Und insbesondere hat der US-Präsident Trump schon angekündigt, dass man eventuell erwägt, den Handelskonflikt mit China zu verstärken, dass man hier noch weitere Strafzölle in Betracht zieht, die auch wieder eine Größenordnung um 200 Milliarden haben werden. Also die Lage bleibt weiter entspannt und natürlich entsprechend auch volatil. Ja, apropos USA, da gibt es ja am Freitag Arbeitsmarktdaten. Wie sehen Sie denn die wirtschaftliche Lage in den USA, gerade auch mit Blick auf die Politik der Notenbank? Ja, im Endeffekt ist die Lage in den USA relativ stabil. Wir haben hier einen festen und soliden Arbeitsmarkt. Hier sind zwar noch nicht mal mehr die Wachstumszuwächse aus den letzten Jahrzehnten zu sehen, aber immerhin konnte man sich hier gut etablieren. Und vor allen Dingen hat die US-Fed eigentlich eine ganz gute Hausarbeit gemacht. Man hat hier wirklich die Konjunktur nicht abgewürgt. Man hat hier eine langsame Rückführung zum Normalzustand erreicht und dies durch sehr sensitive Zinsschritte in der Vergangenheit. Und diese werden wir auch in den nächsten Wochen sehen. Somit glaube ich und denke auch, dass die USA zumindest bis zur Hälfte des Jahres 2019 weiterhin gut positioniert sind, dass die US-Fed dahingehend auch nichts unternehmen wird, um diesen Fortschritt, diese Entwicklung zu unterbinden. Dann schauen wir auf die Devisen. Der Euro, der ist ja wieder unter 1,16 Dollar gerutscht. Was glauben Sie denn, wie könnte es hier weitergehen? Ja, der Euro ist natürlich so ein bisschen das Prügelkind momentan global gesehen. Hier hat man alle Sorgen, die man in Europa vorfindet, wie zum Beispiel die Abkühlung oder das Problem des Wirtschaftswachstums in Italien. Italien hat es nie wirklich geschafft, aus dem Tal der Tränen herauszukommen. Immer wieder muss die Notenbank im Endeffekt hier unterstützend eingreifen. Das sehen natürlich Investoren und agieren entsprechend. Und wir haben auf der zweiten Seite den Belastungsfaktor Zinsspread zwischen US-Fed und EZB. Die US-Fed hat ja hier die Zinsen angehoben und man hat hier eine höhere Verzinsung bei US-Dollar-Einlagen als bei der Anlage im Euroraum. Und demzufolge wird das natürlich auch in dem Währungswechselkurspaar so eingepreist. Und wir sehen den Euro dann eben unter Druck. Ich kann mir aber auch hier vorstellen, dass wir im Jahr 2019 eine Trendwende sehen werden, weil die EZB ja von der expansiven Geldpolitik locker lassen muss. Man muss jetzt im Endeffekt die Zinswende dann einleiten, beziehungsweise zuerst die weiteren Anleihekaufprogramme kürzen, beziehungsweise zurückführen. Und das wird dazu führen, dass die Nachfrage und das Vertrauen in den Euro dann zumindest von der Seite, von der Zins- und geldpolitischen Seite wieder steigen kann. Wie sich Italien wirtschaftlich darstellt, das wird natürlich immer so ein bisschen als Zünglein an der Waage bleiben. Aber die Situation sieht momentan so aus, dass das Sentiment für den Euro doch sehr, sehr pessimistisch ist. Und demzufolge die Chancen gut dafür stehen, dass man hier natürlich überzeugen kann und demzufolge auch wieder gefragt sein wird. Dann wollen wir noch einen Blick auf die Ölpreise werfen. Die haben ja zuletzt wieder angezogen. Wie beurteilen Sie hier die Lage? Ja, der Ölpreis profitiert zum einen davon, dass die US-Lagerbestände in den letzten Wochen doch hier erstaunlich niedrig waren. Wir sind momentan in einer saisonalen Phase zum Jahresende hin. Wird natürlich Öl nachgefragt, nicht nur für Heizöl, sondern auch in Form von anderen Energieträgern aus China zum Beispiel, aus den USA. Die Konsumenten werden hier vermehrt im Endeffekt das Rohöl dann eben brauchen, um zum Beispiel mit dem Auto vermehrt unterwegs zu sein. Und das schlägt sich dann natürlich auch 1:1 in den Notierungen wieder. Wir haben es schon gesehen, der Ölpreis ist angesprungen. Wir sind momentan bei vielen Rohölsorten an markanten, wichtigen charttechnischen Marken. Sollten die überwunden werden, kann es relativ schnell weiter nach oben gehen. Also für Öl sehe ich zumindest in den nächsten Wochen hier weiter gute Perspektiven. Schauen wir noch auf ein paar Einzelwerte. Bayer hat ja heute Zahlen vorgelegt und die Jahresprognose angehoben. Großes Thema ist natürlich weiterhin die Übernahme von Monsanto. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen und wie sehen Sie die Gesamtsituation? Ja, die Gesamtsituation bei Bayer ist momentan so ein bisschen gemischt. Wir haben hier aus den vier wichtigen Sparten zwei Sparten, die überzeugen konnten. Das sind auf der einen Seite Animal Health und wir haben Consumer Health. Auf der anderen Seite sind eben Pharmaceutical schwächer gewesen. Man hat aber auch bei den Zahlen schon Monsanto mit in den Zahlenreihen reingenommen. Und demzufolge konnte man hier noch nicht so einen richtigen Vergleich zum Vorjahr eigentlich ziehen. Es wird wichtig, im 14. Jahr haben wir eine Analystenkonferenz. Hier wird das Unternehmen nochmal dezidierter auf
die Zahlen eingehen. So, der Markt ist momentan nicht wirklich überzeugt und sieht natürlich auch die Gefahren, die weiterhin von möglichen Klagen aus Richtung Monsanto kommen können. Demzufolge wird man hier natürlich dann nachher darauf gespannt sein, wie man denen entgegnen will und was natürlich der Vorstand noch weiter dazu sagt. Wir schauen auf Wirecard, denn die Aufnahme in den DAX, die scheint für Wirecard ja eigentlich nur noch Formsache. Die Aktie hat eine fast schon atemberaubende Performance zuletzt hingelegt. Können Anleger denn hier noch auf den Zug aufspringen? Ja, man muss vorsichtig sein. Wirecard hat sehr gute Wachstumszahlen. Wirecard ist sicherlich insgesamt ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Man hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut positioniert, hat die richtigen Übernahmen getätigt. Aber das ist auch in den Preisen bereits schon eingepreist. Vor allen Dingen ist halt auch hier eine potenzielle DAX-Aufnahme eingepreist. Was soll da im Endeffekt schon groß kommen? Was kann das Unternehmen noch liefern, um eben zukünftige Aktionäre oder eben Aktionäre in der Zukunft auch noch wirklich überzeugen und abholen zu können? Da muss man halt so ein bisschen sehen, dass hier auch mal eine Konsolidierung im Endeffekt angebracht ist, dass hier auch eine, wenn auch Seitwärtsbewegung vielleicht passieren sollte, dass eben diese ganzen Ereignisse auch erstmal verkraftet werden können und das Unternehmen dann auch wieder überzeugen kann. Ich sehe hier so erste Überhitzungstendenzen und würde wirklich vorsichtig sein. Die Deutsche Bank und die Commerzbank, die hat Wirecard beim Börsenwert ja bereits abgehängt. Erleben wir hier vielleicht so eine Zeitenwende? Ist das klassische Bankengeschäft out? Ja, das klassische Bankengeschäft ist vielleicht nicht ganz out, aber zumindest hat es Probleme, massive Probleme. Wir haben in den vergangenen Jahren durch die Regulatorik doch sehr, sehr viele Stolpersteine gesehen, die den Banken im Endeffekt dann eben auch in den Weg gelegt worden sind. Wir haben auch so ein Stück weit natürlich verfehlte Politik bei vielen Banken gesehen, Unternehmenspolitik, die nicht rechtzeitig auf den Fintech-Zug aufgesprungen sind, die einfach noch an den alten Geschäftsfeldern festgehalten haben, die davon gelebt haben, dass eben der Zinsspread zwischen Einlagen und eben Kreditgeschäft ausreichend ist. Der ist ja nur dieser Zinsspread ist in den letzten Jahren dahin geschmolzen. Demzufolge haben sehr, sehr viele Banken Probleme bekommen und dem konnte man nur schrittweise entgegnen. Ich denke aber, dass die Banken insgesamt dahingehend interessant werden, dass wenn eben sich die Situation im Geldmarkt ändern sollte und die EZB auch hier wieder die Zinsen anhebt, dann natürlich auch die ein oder andere Übernahmebegehren kommen könnten, gerade auf europäischer Ebene. In Europa ist es hier durchaus möglich, dass man eben länderübergreifend mit anderen Instituten zusammengeht und dass man im Endeffekt dann hier größere Verbünde bzw. größere Unternehmenskonzerne vorfinden wird. Ja, und die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank liefern ja seit langem auch eine enttäuschende Performance, mal abgesehen immer wieder von kurzen Gegenbewegungen. Inwieweit sehen Sie denn hier bei den Aktien Hoffnungen oder Hoffnung noch für den Anleger? Also beide Institute strecken sich natürlich schon seit einigen Quartalen und versuchen immer wieder auch aus dieser prekären Situation herauszukommen, die ja gerade eben beschrieben worden ist. Im Endeffekt hat man hier auch teilweise wirklich gute Ergebnisse gesehen und man hat hier auch die Bemühungen im Endeffekt dann eben auch umsetzen können und hat sehr, sehr viele Probleme beseitigen können. Insgesamt ist hier noch ein langer Weg natürlich für beide Institute zu tun. Man muss hier sehen, dass das Geschäftsfeld insgesamt immer schwieriger wird, dass die Margen natürlich weiterhin erstmal geringer sind und dass natürlich der disruptive Charakter von den Fintechs in den Bankensektor weiterhin hineinstürmt, dass man sich hier im Endeffekt Rosinen rauspickt und guckt, wo man eben dort sich etablieren kann. Und die Banken haben hier sehr, sehr große Schwierigkeiten, dem eben folgen zu können. Demzufolge wird sich eben auch zeigen, ob die Institute jetzt dann in den nächsten Jahren aufspringen können, ob man im Endeffekt den dann gleichziehen kann oder ob man eben auch hier den Zusammenschluss sucht. Diese Spekulationen waren ja bereits auch schon im Markt gewesen und ich würde sie auch nicht ausschließen. Andreas Lipko, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich auch. Grüße nach Kronbach. Ja, schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.